Also, herzlich willkommen zu dem nächsten Pressbriefing des Science Media Centers zum Thema diesmal Boosterimpfung und Delta-Variante, Erkenntnisse zur Immunantwort nach SARS-CoV-2-Impfungen im Lichte aktueller Entwicklungen. Mein Name ist Philipp Jacobs, ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften und freue mich, dass Sie alle da sind. Zur Anmoderation was Kleines vorweg. Die Stärke und Dauer der erworbenen Immunantwort nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 und Covid-19 ist ja entscheidend für den zukünftigen Immunschutz und damit ja eigentlich auch für die Impfstrategie. Generell scheint ja der Schutz durch Impfungen vor allem gegen schwere Covid-19-Verläufe und Tod mit der Zeit eher langsam abzunehmen. Es gibt natürlich aber auch gerade bei Risikogruppen, dass es die Immunantwort und die Wirksamkeit der Impfungen von Grund auf einfach schwächer ist. Darüber hinaus gibt es momentan auch aktuelle Daten aus Israel, die einfach zeigen, dass der Schutz vor Ansteckung von Geimpften mit Beginn der Impfaktion in Israel schon stark abgenommen hat. Und einen ähnlichen Effekt scheinen wir auch so ein bisschen bei der Delta-Variante schon zu sehen, weshalb Israel ja jetzt auch begonnen hat, Auffrischungsimpfungen zu machen, die jetzt nun auch das Bundesgesundheitsministerium auf den Weg gebracht hat. Hierzulande sollen ja jetzt Angehörige von Risikogruppen, also ältere Menschen mit Vorerkrankungen und eben aber auch solche, die zunächst mit Vektorimpfstoffen geimpft wurden, ab September eine weitere Impfung bekommen. Aber die Frage ist so ein bisschen, sind solche Boosterimpfungen tatsächlich notwendig und welche neuen Erkenntnisse gibt es vor allem zur langanhaltenden zellulären Immunität nach einer Impfung? Und welchen Einfluss hat denn jetzt nun die Delta-Variante zu all dem? Und darüber und über Ihre Fragen möchten wir jetzt nun mit unseren Expertinnen und Experten diskutieren, die ich natürlich auch gerne noch kurz vorstellen würde. Also mit dabei sind Dr. Christine Dahlke, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Klinische Infektionsimmunologie an der Ersten Medizinischen Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Hallo Frau Dahlke. Dr. Hallo. Maike Hofmann, Arbeitsgruppenleiterin an der Klinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikums Freiburg und Mitautorin einer aktuellen Studie zur Immunantwort nach Impfung, auf die wir gleich auch noch mal kurz eingehen wollen. Und zu guter Letzt Professor Dr. Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Vielleicht für Sie an die Kollegen draußen nochmal, die Journalisten, wie üblich, die Fragen bitte unten immer im FAQ-Tool stellen, nicht in den Chat. Geht notfalls auch, aber bitte nutzen Sie einfach das Q-Tool, das ist mal besser. Und das Transkript fertigen wir zeitnah für Sie an, da können Sie dann später schon alles nachlesen. Frau Dahlke, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen starten und zwar mit der Anfangsfrage, dass ja schon häufiger berichtet wurde, dass die Antikörper-Titer nach einer Infektion vergleichsweise schnell abfallen. Und die Frage wäre so ein bisschen, was weiß man darüber genau eigentlich und wie normal ist sowas eigentlich auch nach einer Impfung? Ja, also da würde ich ganz gerne einmal anfangen mit auch mit MERS-Coronavirus, weil wir da ja schon auch längere Daten haben und auch schon klinische Studien durchgeführt worden sind. Und da hat man einmal gesehen, dass die infizierten MERS-Coronaviren, Viruspatienten eben auch Antikörper entwickelt haben und die relativ schnell abgefallen sind. Und in den klinischen Studien der Vakzine. Es gibt drei verschiedene Studien. Auch wir haben eine Studie gemacht. Da haben wir auch gesehen, dass die Antikörper hochgehen also wir haben geimpft an Tag 0 und 28 und dann sind sie hochgegangen und nach 6 Monaten sind sie wieder leicht gesunken. Und wenn wir die dann wieder nach einem Jahr geimpft haben, dann haben wir gesehen, die gehen sofort wieder hoch und diese Antikörper bleiben auch für einen langen Zeitraum. Und diese Impfung mit Monat 0, 1 und 6 Monate, das ist ja auch ein relativ bekanntes Impfschema, was ja auch bei Kinderimpfungen schon gemacht wird. Und man weiß einfach, dass Antikörper eben wieder nach unten sinken werden und man kann die aber eben wieder boosten mit einer Auffrischimpfung. Also es ist relativ bekannt. Kann man einen Grund dafür nennen, warum die so schnell wieder abfallen? Also hat das ein. Es sind ja Antikörper, die dann einmal gebildet werden und die im Serum sich befinden, im Blut, in der Zirkulation. Und was man braucht, um die eigentlich dauerhaft im Blut zu halten, sind Plasmazellen sozusagen, die immer ständig diese Antikörper ausschütten. Und die werden erst nach einer gewissen Zeit dann wirklich induziert. Und das ist so ein ganz normaler Vorgang, immunologischer Vorgang, dass als erstes nur Antikörper gebildet werden und dann diese Gedächtniszellen und dann eben auch diese Plasmazellen, die ständig die Antikörper sekretieren. Hat man bei, gerade in Bezug auf Corona, gibt es da Besonderheiten bei den Antikörperbildungen beziehungsweise bei dem Sinken der Spiegel?
Nein, ich würde sagen, das ist auch relativ normal für respiratorische Viren. Und das Gute ist ja natürlich auch, dass wir die T-Zellen haben, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die sind eben auch wichtig. Und es heißt eben nicht, dass wenn man Antikörperlevel hat, die nicht messbar sind, dass diese Menschen auch nicht geschützt sind. Also die können dann zwar eine Infektion erleben, das sehen wir jetzt ja auch, dass es diese Durchbruchsinfektion gibt, aber es gibt ja immer noch die Gedächtniszellen und die können in kürzester Zeit wieder die Antikörper auf ein Niveau hochheben, dass dann gegen das Virus wieder gekämpft wird und der Körper geschützt ist. Okay, vielen Dank. Dann würde ich vielleicht ganz kurz an Frau Hofmann da zu überleiten, was gerade ganz gut passt, auch einfach mit den Gedächtniszellen. Sie haben sich in Ihrer Studie ja noch einmal genauer die T-Zell-Immunantwort nach einer mRNA-Impfung, war es, glaube ich, genau angeschaut. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen darüber noch erklären, was sich daraus genau für die Dauer der zellulären Immunantwort oder des zellulären Immunschutzes ableiten lässt aus Ihrer Studie? Also was wir uns eben angeschaut haben, war vor allem die zelluläre Immunantwort, vor allem die T-Zellen nach der ersten und zweiten Impfung mit der Comirnaty-Impfung. Und wir sehen eben, dass die T-Zellen sehr früh nach der ersten Impfung schon induziert werden und im Blut eben nachweisbar sind und dass die auch schon voll funktional sind, also wirklich auch dann schützen können und eben das Auftreten der T-Zellen oder der Nachweis der T-Zellen im Blut stimmt auch von der Zeit überein, wo man auch schon die Protektion, was zuvor berichtet wurde, nach so 10 bis 12 Tagen nach der ersten Impfung eben beobachten konnte. Wir sehen dann nach der zweiten Impfung nochmal einen Anstieg dieser T-Zellen, also wir haben einfach noch mal mehr dieser Zellen im Blut. Und dann sehen wir aber auch eine leichte Abnahme. Und unsere Studie, oder wir haben halt eben Proben gesammelt, nur bis etwa 3-4 Monate nach der zweiten Impfung. Und da haben wir schon gesehen, dass wir uns noch in der, wir nennen das sogenannten dynamischen Phase, befinden. Also es hat sich praktisch noch kein Gleichgewicht eingestellt, so dass es schwierig ist, da jetzt wirklich Prognosen abzugeben über die jetzt tatsächliche Langlebigkeit und dann der Zellen. Aber was wir wirklich sehen können, dass sich Zellen ausbilden, die ganz klassische Gedächtniszellcharakteristika haben. Also wirklich solche T-Zellen, die sich dann auch, wenn wieder Antigen kommt, wieder ein Virus kommt, sich daran erinnern können, dass sie da aktiv werden. Okay, vielen Dank. Kann man, also weiß man, einen Zusammenhang oder gibt es einen Zusammenhang zwischen der T-Zellbildung und der Krankheitsschwere? Es war ja mal im Gespräch, dass Menschen mit schwerem Verlauf ein Problem bei der Bildung von T-Zellen haben könnten. Können Ihre Ergebnisse dazu eine Aussage treffen? Also die Ergebnisse von der Studie nicht, weil die jetzt wirklich rein auf die Impfkohorte eben sich beschränkt hat. T-Zellen haben halt immer praktisch beide Funktionsweisen. Zum einen können sie eben virusinfizierte Zellen kontrollieren, aber sie können eben auch nicht infizierte Zellen, Nachbarzellen beschädigen. Also es ist immer so eine Balance, aber das ist ja auch ganz typisch, was wir fürs Immunsystem haben, dass wir immer eine Balance zwischen eben Abwehr von Pathogenen haben und aber dann auch ein gewisser Schutz für den eigenen Körper. Und ja, da gibt es dann oftmals halt, ja, bei nicht regulierten Immunreaktionen kann es zu pathologischen Ereignissen kommen. Okay, vielleicht eine, ich jetzt immer noch mal eine Frage dazu. Sie hatten immer gesagt, die richtige Antwort mit Antikörpern, beziehungsweise eine richtige Mobilisation haben Sie erst nach der zweiten Impfung gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wäre quasi so eine Unterstützung auch nochmal dazu. Es braucht diese zwei Impfungen. Die eine reicht nicht für den vollumfassenden oder für einen zufriedenstellenden, sagen wir es mal so, Immunschutz. Also was wir eben bei diesen wirklich kinetischen Analysen gesehen haben, und das deckt sich aber auch mit anderen Daten, dass eben nach dieser zweiten Impfung der Titer der neutralisierenden Antikörper einfach am höchsten ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente des Immunschutzes nach Impfung. Diese neutralisierenden Antikörper, die eben dann die Viren schon abfangen können, bevor sie überhaupt in die Zelle eindringen können. Okay, vielen Dank.
Herr Sander, ich würde Sie gerne fragen, vielleicht ein bisschen größere Frage, aber wie lange der Corona-Impfschutz bei welchen Impflingen hält? Also könnte man, kann man oder können Sie nochmal eine Abgrenzung machen zwischen quasi normalen, gesunden Patienten, Risikogruppen, was man da so beobachten kann? Ja, ist eine wichtige Frage, die kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Die kann auch keiner in der Runde hier, glaube ich, beantworten. Wir kriegen ja erste Daten aus den klinischen Studien, wo wir im Grunde genommen größtenteils immungesunde Menschen, sage ich mal Erwachsene, haben. Da sieht man eine, wie auch zu erwartende Dynamik, halt auch einen Abfall der, der Antikörpertiter, die unmittelbar nach der Impfung eben sehr hoch sind. Wir haben das auch sehen das auch in eigenen Messungen. Wir haben es gesehen jetzt auch von BioNTech Pfizer, die sehen das ja auch, dass es da einen gewissen Decay gibt. Auch bei den T-Zellen, das haben die Vorrednerinnen ja schon auch viel fundierter noch gesagt, sieht man eben die zu erwartende Dynamik und diese Zellen ziehen sich eben dann in den Gedächtnispool auch zurück, können aber sehr schnell wieder mobilisiert werden. Was wir aber schon früh bemerkt haben, war ja eben, dass es bestimmte Gruppen gibt, die ohnehin auf die, sag ich mal, konventionelle zweifache Impfung deutlich schwächer ansprechen, teilweise mit den Parametern, die wir messen können, gar nicht ansprechen. Also Patienten mit Organtransplantationen, hochgradig immunsupprimierte Menschen. Wir haben das aber in einer Kohorte von Seniorinnen auch gesehen, die einfach, also die im Schnitt waren die 81 Jahre alt. Das waren jetzt nicht also ganz vorerkrankte Menschen, sondern einfach eine durchschnittliche Kohorte an Senioren und die hatte ein signifikanter Anteil schon auch dort nach der Zweitimpfung, erfolgten Zweitimpfung, 4 Wochen nach Zweitimpfung, kaum messbare Antikörper. Und insgesamt lag der Durchschnitt auch der Titer niedriger und auch die T-Zellantwort war reduziert. So, und jetzt aktuell, gerade dieser Tage, analysieren wir eben auch die längerfristigen Verläufe und da wird man höchstwahrscheinlich auch einen entsprechenden Abfall sehen. Und jetzt ist eben die spannende Frage, die ich Ihnen jetzt aber noch nicht sagen kann, weil wir noch die Analysen laufen haben, ist, ob ein Teil dieser sehr vulnerable Menschen, von denen wir wissen, die haben ja ein wirklich exorbitant erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken, auch zu versterben, ob dann ein großer Anteil von denen Parameter nicht mehr nachweisbar haben, die wir jetzt so einfach abgreifen können, also Antikörper und T-Zellantwort. Und ob, wenn wir in die Daten reinschauen, jetzt auch aus Israel und Schottland, England, Kanada und so weiter, das sind ja alles sehr dynamische Daten. Das sind ja häufig Daten zur Impfeffektivität, die relativ kurzfristig nach komplettierter Impfung dann auch erhoben worden sind, während in Israel ja sehr früh sehr viele Menschen geimpft wurden, wo man jetzt schon etwas mehr einrechnen kann, dass es da bestimmte Anteile in der Bevölkerung gibt, die schon vor über 6 Monaten immunisiert wurden und jetzt eben auf diese Virusvariante, Delta-Variante treffen, die deutlich höhere Viruslasten macht, ansteckender ist und ja, gewisse Features auch von einem Antibody-Escape zeigt. Und da ist jetzt eben die Frage, wie hoch ist denn der Schutz? Und ich, bei der Schutzwirkung schaue ich vor allen Dingen auf den Schutz vor schwerer Erkrankung. Das ist das, was uns wirklich interessiert. Da wurde immer von 95% gesprochen. Frage ist ja eben, ist das auch bei den Hochbetagten so, die initial schon eine etwas schwächere Immunantwort hatten? Und ist das eben auch nach 6 Monaten noch so im Lichte einer neuen Virusvariante? Und ob wir jetzt einen Schutz von 95% oder 80-85% haben, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, wenn wir uns die absoluten Patientenzahlen dann vor Augen führen würden. Und wenn wir sehen würden, dass das Risiko, was ja sehr, sehr stark erhöht ist in der Gruppe, die würden dann ja allenfalls auf ein Risiko, jetzt nageln Sie mich nicht auf die Zahlen fest, von, sage ich mal, einem ungeimpften 60-Jährigen oder vielleicht 50-Jährigen zurückfallen. Das wäre natürlich immer noch sehr signifikant. Und ich glaube, das sind so Beobachtungen, die in Israel gemacht wurden, die dortigen Behörden und auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dort veranlasst haben zu sagen, eine Drittimpfung könnte bei bestimmten Bevölkerungsgruppen dazu führen, dass wir wieder die Antwort boostern, auf ein hohes Niveau kommen, vielleicht auch die Rate an Durchbrüchen reduzieren. Die wird erhöht sein jetzt einfach, das ist klar, weil wir so ein gewisses Waning haben, weil wir eine Infektion haben, die sich lokal in den oberen Atemwegen abspielt, wo es ohnehin schwierig ist, eine sterilisierende Neutralität herzustellen. Und
und jetzt eben auch eine gewisse Latenz nach der Immunisierung haben und jetzt eben diese höhere ansteckende Variante. Und dass die Rationale ist, zu sagen, wir boostern da jetzt lieber, bevor wir in dieser Population eventuell einen stark nachlassenden Immunschutz sehen. Von daher, das war jetzt eine lange Rede, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie lange der Immunschutz bei bestimmten Bevölkerungsgruppen hält, dass er ein bisschen nachlässt, ist vollkommen normal und nicht besorgniserregend, aber dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen haben, wo wir ohnehin etwas reduzierten Schutz hatten und jetzt im Licht der Variante vielleicht auch nicht mehr ganz hinreichend, das ist sozusagen noch nicht auf harten Daten basierend, aber auf ersten Beobachtungen, könnte einen dazu veranlassen, zu sagen, wir boostern jetzt mal. Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu, weil Sie eben den Schutzstatus nochmal erwähnt haben. Wie würde man den denn sinnvollerweise bestimmen bei Geimpften? Also wenn die Antikörper natürlicherweise und sinnvollerweise natürlich auch ein bisschen absinken, könnte man dann beispielsweise auch Gedächtniszellen messen? Also was würde man da ansetzen, zu sagen, ja, dieser Mensch hat jetzt den und den Schutzstatus? Also Sie können sicher Gedächtniszellen jetzt nicht in der klinischen Routine messen, also antigenspezifische B-Gedächtniszellen oder T-Gedächtniszellen, also die wirklich, um sich spezifisch die anzugucken, die auf das können die Kolleginnen hier super machen im Rahmen von Studien an einem kleinen Kollektiv, hochaufwendig in Speziallabors, das ist auch in keinster Weise noch nicht, sage ich mal, standardisiert. Also das ist in dem einen Labor dann nicht mit dem anderen Labor exakt zu vergleichen. Das muss dann in einer, das können Sie vergessen, das kann man jetzt nicht machen und sagen, aha, wenn du jetzt wenn wir da jetzt unterschiedliche Frequenzen an Memory-Zellen sehen, dann impfen wir. Wir müssen dann schon vom Antikörper Titer, das ist das einzig, glaube ich, praktikabel, was man machen kann, ausgehen. Da gibt es ja jetzt auch einige, wenn auch noch nicht sehr solide Daten, die zeigen, dass es da schon eine gewisse Korrelation gibt zwischen der Höhe und dem Schutz vor symptomatischer Infektion. Auch wenn das alles natürlich noch nicht wahnsinnig solide ist, kann es ja auch noch gar nicht sein, weil da müssten Sie vorher die Antikörpertiter haben und dann die Durchbrüche und so weiter, von denen wir hoffentlich dann auch nicht allzu viele sehen werden. Von daher, ich glaube, das ist im Grunde das und was man jetzt messen könnte. Das heißt, wenn man als Ärztin oder Arzt bestimmte Patienten betreut, von denen man schon vermutet, dass sie eine Immunschwäche haben, dann kann es natürlich sinnvoll sein, mal nach dem Titer zu schauen. Und wenn der gar nicht da ist, kann das schon auch eine Rationale sein. Und das weiß ich, wird auch gemacht, zum Beispiel bei Patienten mit Organtransplantation vielleicht auch noch eine weitere Impfung anzubieten. Und das andere ist eher so, dass man im Rahmen von Studien schaut, bestimmte sehr vulnerable Bevölkerungsgruppen, ist vielleicht ein Teil von denen mit diesen Surrogatmarkern, mit all den Schwächen, die wir kennen, möglicherweise nicht ausreichend geschützt und ist das eine ausreichende Rationale, um zu boostern. Aber dass wir jetzt hier aus den, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir jetzt früh verstehen, bildet sich ein Memory Pool und finden wir da vielleicht Marker, die gut korrelieren und können vielleicht uns dann auch irgendwann zurückziehen mit Boosterimpfungen und Ähnlichem. Aber das können wir jetzt nicht in die klinische Routine überführen und damit das nutzen, um unsere Entscheidung zu leiten, ob wir boostern oder nicht. Wenn wir vielleicht gerade schon mal bei den Boostern auch sind, würde ich gerne eine Frage an Frau Dahlke da auch schon mal richten. Laut dem Beschluss der Gesundheitsminister sollen ja auch jetzt nicht nur die Risikogruppen diese zusätzlichen Boosterimpfungen bekommen, sondern eben auch Leute, die erstmals mit Vektorimpfstoffen geimpft wurden. Und da wäre so ein bisschen die Frage an Sie, ist dies aus Ihrer Sicht notwendig? Also die Frage ist so ein bisschen, also inwieweit unterscheidet sich die Immunantwort von mRNA und Vektorimpfstoffen? Also kann man da einen Unterschied treffen, warum dies jetzt bei denen notwendig sein sollte? Ich glaube, es gibt noch keine großen Studien dazu. Also es sind nur Einzelberichte. Und was man eben weiß, ist, dass die, wenn man zweimal AstraZeneca bekommen hat, dass die neutralisierenden Antikörper und ein bisschen geringer sind und zum Beispiel der Mix auch viel, viel besser ist und dass man dann eben sagt, okay, wir gehen da nochmal rein und geben noch eine Impfung. Also wenn wir jetzt die Protektion gegen Schutz haben, also eine Protektion haben vor einer Infektion, dann macht das natürlich Sinn, weil wir dann nochmal die neutralisierenden Antikörper sehr hochbringen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass die AstraZeneca-Impfstoffe eben gut für die T-Zell-Antworten sind und dass, falls eine Infektion stattfindet, der Körper eben sehr schnell die T-Zell-Gedächtniszellen wieder injizieren kann und das dann wieder ein Schutz vor Erkrankungen, vor schweren Verläufen ist. Also für das Infektionsgeschehen, denke ich, kann es sinnvoll sein, die demnächst nochmal zu impfen. Aber es ist jetzt keine, ja, ich würde es jetzt nicht sagen, es muss jetzt unbedingt alle
die AstraZeneca bekommen haben, müssen jetzt sofort alle eine Booster-Impfung bekommen. Vielleicht dann Anschluss direkt an Frau Hofmann, die Frage eben mit Blick auf die T-Zellen. Sie haben sich zwar mRNA-Impfstoff angeguckt, aber kann man aus Ihren Studien irgendwas ablesen bezüglich der verschiedenen Impfstoffe mit der T-Zell-Antwort? Also jetzt aus unserer Studie direkt nicht, wobei eben, was eben Frau Dahlke auch schon angesprochen hat, andere Beobachtungen oder Daten schon zeigen, dass die Vektorimpfstoffe, also gerade auch AstraZeneca, dass die gut die T-Zellen eben induzieren, aber eben reduzierte Level an den Antikörper haben. Und was jetzt ja auch erste Studien, die veröffentlicht wurden, zeigen, wenn man jetzt eine einfache Impfung mit zum Beispiel AstraZeneca und dann die Boost mit BioNTech Pfizer bekommen hat, dass dann ja wirklich auch die Antikörper-Level nach oben gehen. Also dass tatsächlich dieses Boostern mit BioNTech Pfizer auch dann dazu führt, dass es dann hochgeht bei den Antikörpern. Die T-Zellen würden jetzt also zumindest noch nicht veröffentlicht, wie die sich genau verhalten bei dieser heterologen Immunisierung. Vielleicht eine Frage dann kurz an alle, vor allem an Frau Dahlke nochmal und Herr Sander. Herr Sander, Sie sagten ja vorhin, dass der Schutz vor schweren Verläufen am wichtigsten ist. In Israel sinkt der Schutz nur vor Infektionen und leichten Symptomen und alle bekommen ein Angebot zur Drittimpfung. Inwiefern macht das Sinn, wenn man weltweit eine Impfstoffknappheit hat? Also gerne Herr Sander und Frau Dahlke, wer beginnen möchte. Wollen Sie es? Kann ich machen. Also ich denke, eben, was Herr Sander ja schon gesagt hat, ist, dass die Risikopatienten eben ein Risiko haben, wieder schwere Verläufe zu haben. Ich würde sagen, dass die generelle Population und kein großes Risiko hat, an schweren Verläufen zu erkranken. Aber es natürlich fürs Infektionsgeschehen wichtig sein kann, wenn wir jetzt noch nicht so viele geimpft haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Hamburg sind 50% geimpft, doppelt geimpft. Und wenn wir hier eben noch wenn hier Infektionsgeschehen und Durchbrüche stattfinden, dann macht es vielleicht irgendwann Sinn, wieder diese dritte Impfung anzubieten. Aber wenn man jetzt global guckt, müssten wir natürlich auch Impfstoffe weiter verbreiten. Und es kann jetzt zurzeit eben weitere Varianten sich bilden in Ländern, wo einfach die Impfknappheit ist, wie zum Beispiel in Afrika, wo es sehr dramatisch ist. Und ich denke, dass wir, dass uns das irgendwann auch wieder zu treffen wird, wenn wir nicht global denken. Herr Sander, wollen Sie dazu noch ergänzen? Oder? Ja, also klar, die Zahlen, die wir aus Israel sehen, muss man bedenken, das sind die, die jetzt schon ausgewertet sind, die öffentlich zugänglich gemacht werden und so weiter. Wir sehen aber durchaus einen Anstieg der Hospitalisationen. Es ist im Grunde so, dass man jetzt natürlich nicht warten kann, bis man vielleicht sehr viel Durchbrüche bei Hochvulnerablen sieht und dort auch wieder Aufnahmen auf die Intensivstation, Todesfälle, Ähnliches sieht, sondern dass man einfach ein paar Dinge zusammenzählen muss, nämlich, dass wir eine gewisse Korrelation sehen zwischen den Antikörpern und Erkrankungen. Wenn wir mehr Erkrankungen haben, werden wir auch mehr schwere Fälle bekommen. Und dass man das bei den sehr, sehr vulnerablen Patienten jetzt als Rationale nimmt, jetzt mal losgelöst von der ungerechten Impfstoffverteilung, zu sagen, das könnte jetzt aus medizinischen Gründen Sinn machen, bestimmten Gruppen einen zusätzlichen Schutz anzubieten, weil wir jetzt mit einer Variante zu tun haben, die wir noch nicht exakt genau kennen, wahrscheinlich einen Großteil der Bevölkerung eben noch nicht geimpft haben, Kinder, Jugendliche, Menschen, die sich bisher eben noch nicht haben impfen lassen. Das heißt, es wird eine gewisse Infektionstätigkeit geben und damit auch wieder ein Risiko für diese vulnerablen Gruppen, sich auch anzustecken, weil wir gleichzeitig nicht dieselben Maßnahmen ergreifen werden, Lockdown-Maßnahmen, Ähnliches, wie wir das bei den letzten Wellen gemacht haben. Und dass man sagt, das können wir, um dann dort einen guten Schutz anzubieten, ist da schon eine Rationale da, eine Drittimpfung anzubieten, zumal wir jetzt das Risikoprofil dieser Impfstoffe sehr gut kennen. Die sind eben sehr, sehr gut verträglich, gerade in der Altersgruppe. Und das ist einfach von anderen Impfstoffen gut bekannt, dass man damit auch eine Boosterwirkung mit erzielen kann. Ich denke, das ist die Rationale dahinter und dass das ein ethisches Dilemma ist, dass wir hier weite Teile der Bevölkerung impfen können und vielleicht uns auch aus medizinisch rechtfertigbaren Gründen für eine Drittimpfung entscheiden.
ist vollkommen klar. Und gleichzeitig es Länder gibt, in denen wir kaum Erstimpfung haben. Und das sehe ich, das ist ein absolutes Dilemma. Aber wenn man als Wissenschaftler gefragt wird, ob es sinnvoll sein kann und ob wir hier beispielsweise, oder wenn man als Arzt oder Ärztin Patienten hat, die, von denen man weiß, sie haben keinen Antikörpertiter und es gibt jetzt wieder vermehrt Ausbrüche, sollte man jetzt dem Patienten oder der Patientin, die vor einem sitzt, eine weitere Impfung anbieten, dann ist natürlich schon so, dass man das auch tut aus ärztlicher Fürsorge. Und von daher, ich sehe das ethische Dilemma und ich glaube aber, dass man das auf anderen Ebenen sicher auch nochmal adressieren muss, dass die Impfstoffe jetzt auch sehr offensiv und aggressiv auch in die Gegenden kommen, in denen jetzt noch sehr, sehr wenig geimpft wird, wo wir absehbar auch wieder Probleme bekommen werden mit Ausbrüchen und dann gegebenenfalls auch wieder mit Varianten, wobei ich das Argument, wir müssen die Menschen dort impfen, damit wir hier keine Varianten bekommen, so jetzt nicht zwangsweise gelten lassen würde, sondern sagen müsste schon aus unserer humanitären Verpflichtung heraus, müssen wir natürlich da uns für einsetzen, dass die Impfstoffe dort ankommen, wobei das andere Argument schon auch inhaltlich richtig ist. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz, Frau Dahlke nochmal dazu. Also die öffentliche Warnung ist ja so ein bisschen Boosterimpfung im Fokus und wie ja Sander auch schon mal gesagt hat, es geht natürlich auch um die Erst- und Zweitimpfung, die wir irgendwie weiter vorantreiben müssen. Was müsste man eventuell da tun, von der Kommunikation vielleicht auch her und inwiefern ist es vielleicht richtig, so jetzt erstmal die Booster zu pushen in der Form? Also Sie meinen jetzt die dritte Impfung? Genau, für die Vulnerable. Genau, ja. Ich denke, dass die Ärzte, die Hausärzte und so weiter da eben die ansprechen müssen und dass es jetzt kommuniziert werden sollte, dass die eben ein Risiko haben, mit der Delta-Variante jetzt verstärkt wieder Durchbruchinfektionen zu haben und dass diese auch ein Risiko haben, wieder in Krankenhäuser zu kommen und dass es speziell diese Gruppen eben betrifft. Also. Okay. Vielen Dank. Frau Hofmann, uns erreicht gerade eine Frage von draußen. Und zwar gilt bei mRNA-Impfstoffen viel hilft viel. Also dauert die Schutzwirkung des höher dosierten Moderna-Vakzins zum Beispiel länger als beim BioNTech-Impfstoff an? Ja, also ist wieder die Frage Richtung, wie lange hält die Immunität an? Und ich glaube, die würden wir alle sehr, sehr gern beantworten können und können das aber einfach aktuell noch nicht wirklich, weil ich meine, wenn man sich anguckt, wann mit den Impfungen angefangen wurde, dann ist das einfach der Zeitraum noch zu kurz, um da wirklich jetzt die ganz soliden Daten zu haben. Was gezeigt werden konnte in diesen initialen Studien, wo ja eben unterschiedliche, also auch von einem mRNA-Impfstoff, unterschiedliche Mengen verabreicht wurden, dass es bis zu einem gewissen Grad schon auch einen Einfluss auf die induzierte Immunantwort hatte. Und so ja dann auch zum Teil das Rational gegeben wurde, warum man sich dann für eine gewisse Menge entschieden hat. Aber das jetzt so pauschal schon zu sagen, viel hilft viel, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Okay. Schließe ich vielleicht so ein bisschen so eine Frage nochmal an zu dieser dritten Impfung. Gibt es besondere Risiken, die man vielleicht nach der dritten Impfung mutmaßen könnte? Also könnte zum Beispiel das Intervall seit der zweiten Dosis in manchen Fällen auch zu kurz sein, sodass es eine stärkere Impfreaktion gibt? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse darüber, vielleicht Frau Hofmann und dann gerne die anderen natürlich auch. Ich meine, die Diskussion über das Intervall wurde ja auch schon zwischen der ersten und zweiten oder geführt, ob es vielleicht besser wäre, man wartet ein bisschen länger oder nicht. Es ist jetzt, dadurch, dass man das ja jetzt nicht wirklich im 1-zu-1-Vergleich hat, ist es auch wieder schwierig zu sagen und sicher ein offener Punkt und auch sicherlich was wir jetzt auch sehen werden im Verlaufe der kommenden Analysen, weil wir jetzt ja angefangen, jetzt wenn wir gerade auf BioNTech-Pfizer gehen, den 3 Wochen Abstand hatten und dann wurde er auf 6 Wochen erweitert oder dann auch zum Beispiel die britische Kohorte eher, die dann zum Teil 12 Wochen gewartet haben. Also da können wir unglaublich viel lernen, ist aber aktuell noch nicht bekannt, was das jetzt genau dann für einen Einfluss auf die Immunantwort genau hat. Was wir gesehen haben jetzt nur für das, und das gilt jetzt aber nur für erste und zweite Impfung,
Und für die, insbesondere für die T-Zellen und diesen 3-Wochen-Abstand eben uns anschauen, dann kommt diese Booster-Impfung zum Zeitpunkt, wo diese erste T-Zell-Reaktion noch sich gar nicht richtig zurückzieht, also wo die praktisch kurz nach dem Peak ist. Und da stellt sich schon die Frage, was passiert, wenn die sich jetzt noch ein bisschen zurückziehen kann, kriegen wir dann qualitativ einfach eine andere Immunantwort. Aber das ist jetzt ja auch wieder nur erste und zweite Impfung. Und da ist die Frage dann, die dritte Impfung ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und es gab jetzt ganz aktuell einen Preprint von einer amerikanischen Gruppe, die sich die Antikörper angeschaut haben und gesehen haben, dass die Qualität der Antikörper, die kann sich ja verändern. Und Sie sehen diese Veränderung zwischen erster und zweiter Impfung sehr deutlich. Und aber wenn Sie nach der zweiten Impfung dann die 2 Wochen mit 5 Monaten vergleichen, dann verändert sich das nicht mehr sehr stark. Sodass da so ein bisschen die Mutmaßung ist, dass vielleicht, wenn man dann eine Boosterimpfung gibt, sich zwar die Frequenz, also die Antikörper der Titer erhöht, aber ob sich die Qualität nochmal ändert, das weiß man einfach nicht. Aber Sie sehen ganz viele Unbekannte und wo aber wirklich viele Gruppen genau an den Fragen dran sind. Vielleicht bleibe ich doch nochmal ganz kurz bei Ihnen, Frau Hofmann, bezüglich Delta-Variante, die wir ja schon mal angesprochen haben. Sie haben sich ja in Ihrer Studie nicht explizit Delta angeschaut, aber kann man irgendwie ableiten, wie gut denn die Immunantwort von den Geimpften auch gegen Delta wirken kann, könnte? Also Herr Sander hat es ja bereits angesprochen, dass die Delta-Variante schon gewisse Mutationen für einen Antikörper-Escape eben beinhaltet bei den aktuellen Impfstoffformulierungen. Jetzt bei den T-Zell-Antworten, die wir uns angeschaut haben, auch die T-Zellen erkennen immer nur einen Teil von den Viren. Und da ist so, dass die Antworten, die wir uns angeschaut haben, die Teile des Virus sind nicht verändert, zumindest nicht bei den aktuell kursierenden Varianten. Die sind konserviert, sodass die auch noch wirksam sind bei der Delta-Variante. Okay. Frau Dahlke, vielleicht noch eine Frage an Sie. Wie ist denn überhaupt momentan der Stand der Anpassung der Impfstoffe, also an die aktuellen Varianten? Gibt es da schon Rückmeldungen von den Herstellern, dass es demnächst die Auffrischung, also die abgedateten quasi Impfstoffe gibt? Und gibt es da schon Wirkungsszenarien zu? Also es gibt schon einige, Moderna, BioNTech und Oxford, die haben schon Anpassungen gemacht. Also da laufen aber die Studien und da gibt es noch keine offiziellen Daten zu, soweit ich weiß. Und ob es dann auch sinnvoll ist, wirklich mit angepassten Impfstoffen weiterzugehen, muss man dann auch gucken, weil also die T-Zellen, wie jetzt auch schon Frau Hofmann ja gesagt hat, wurde gezeigt, dass die wirklich sehr cross-reactive sind, dass sie also wirklich verschiedene Varianten sehen können. Und das haben sehr, sehr viele Studien gezeigt. Also da sind wir schon mal irgendwie sicher, dass da eine gute T-Zell-Antwort da sind, auch bei anderen Varianten. Und dann haben wir eben das Problem mit den Antikörpern. Und es wurde auch gezeigt, dass je höher die Antikörper sind, dass sie auch besser mit Varianten umgehen können. Also stellt sich dann die Frage, müssen wir wirklich immer wieder neue Varianten haben und wann macht es Sinn, wirklich einen Variantenimpfstoff zu entwickeln oder können wir auch mit den alten Impfstoffen eben so boosten, dass wir genug Antikörper haben, dass die eben neutralisieren können und eine Infektion verhindern können. Also ja. Da sind aber noch viele Studien zurzeit am Laufen. Okay. Herr Sander, vielleicht auch nochmal bezüglich Delta-Varianten explizit Frage nochmal an Sie. Es scheint ja so zu sein, nach ein paar Untersuchungen jetzt auch vor kurzem, dass bei der Delta-Variante und bei Impfdurchbrechern dann vor allem kaum ein Unterschied zwischen der Viruslast von Geimpften und Ungeimpften zu geben scheint. Allerdings sinkt die Viruslast auch schnell bei Geimpften wieder. Aber kann man da, was bedeutet das für die Infektiosität im letzten Endes? Ja, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass ein vollständig geimpfter Mensch kein Virus übertragen kann. Das, glaube ich, so viel kann man davon mitnehmen. Zu Beginn, als vor allen Dingen die Alpha-Variante und davor noch die sogenannte Wildtyp zirkulierte, gab es ja schon frühe Daten aus Israel, dass eben die und auch aus der Oxford-Studie, dass die Viruslasten bei den deutlich weniger Menschen
die geimpft dann noch viruspositiv wurden, dass die Viruslasten deutlich geringer waren. Aber auch da, wenn man sich die Daten genau anguckt, sah man schon eine Gruppe, die auch trotz vollständiger Impfung noch sehr hohe Viruslasten hatte. Das waren eben nicht der Durchschnitt, war deutlich geringer, aber es gab einen relevanten Teil, die sehr hohe Viruslasten hatten, sodass man schon damals eigentlich davon ausgehen musste, dass es auch einige geben wird, die trotz vollständiger Impfung sich infizieren können, nicht krank werden, aber möglicherweise Vektoren sein können und das Virus weitergeben können. Und das scheint mit einer Virusvariante, die noch sehr viel effizienter infiziert, das scheint ja der Mechanismus zu sein, dass Delta-Variante sehr schnell dann auch eben eindringen kann. Und wir haben ja besprochen, dass lokal eben in der Schleimhaut der oberen Atemwege es schwierig ist, komplett sterile Immunität zu induzieren, dass sie dann dort relativ schnell vielleicht auch, und auch das ist der Fall, hohe Viruslasten erreichen können. Und das sehen wir jetzt in diesen Daten, dass trotz Impfschutz mit neutralisierenden Antikörpern, Gedächtniszellen und so weiter, sie lokal hohe Viruslasten erreichen können und dann möglicherweise, davon würde ich ausgehen, dann eben auch infektiös sind. Und was wir auch schon mal in kleineren Datensätzen gesehen hatten, war eben, dass was bei Impfdurchbrechern der Abfall wesentlich schneller ist. Und auch das ist klar, weil es bilden sich ja Gedächtniszellen, das hat ja Frau Hoffmann auch schon gesagt, dann werden die relativ schnell reaktiviert und das Virus kann schneller abgeräumt werden als bei einer immunnaiven Person, die dann ihre Antwort erst de novo ausbilden muss. Von daher, diese Daten sind für mich stimmig, passen zusammen. Daraus leitet sich aber eben auch ab, dass wir auch unter Geimpften Virusweitergabe haben können und dass deswegen solche Maßnahmen wie Masken in Innenräumen oder im öffentlichen Nahverkehr und so weiter auch bei einer hohen Impfquote durchaus noch sinnvoll sein kann, um eben Menschen zu schützen, die sich nicht haben impfen lassen können oder nicht ausreichend ansprechen oder einfach um jetzt auch noch, wo einfach noch nicht ausreichend Menschen geimpft sind, exponentielles Wachstum und Verbreitung so dieser Virusvariante zu unterbinden. Ich glaube, das kann man mitnehmen. Aber was nicht vergessen werden darf, was aber in der Diskussion häufig und gerne vergessen wird, ist, dass A, natürlich sehen Sie weniger oft eine Infektion bei vollständig Geimpften, auch wenn dann, wenn es passiert, die Viruslast höher ist. Und zum anderen sehen Sie natürlich, das ist, glaube ich, selbstredend, deutlich seltener dann, dass diese Menschen auch symptomatisch erkranken, geschweige denn schwer erkranken oder versterben. Das ist ja weiterhin stärkstens reduziert. Und das ist eben das, was die Impfungen leisten können. Sie können jetzt nicht vollständig verhindern, dass die Delta-Variante in irgendeine Zelle in ihrer Nasenschleimhaut eindringt, aber sie können verhindern, dass sie eine Lungenentzündung bekommen und schwerst erkranken. Jetzt haben Sie eben gesagt, dass man sich davon verabschieden müsste, dass Geimpfte das Virus nicht weitertragen. Wie wichtig ist es denn dann überhaupt noch, Impfdurchbrüche zu monitoren und wie sollte man das am besten machen? Also nur um das nochmal einzuordnen. Ich möchte, dass wir uns davon verabschieden, dass wir kategorisch sagen, eine geimpfte Person kann ja gar nicht positiv sein. Ja? Es ist, glaube ich, schon so, dass die Impfungen einen relevanten Beitrag leisten dazu, auch die Verbreitung der Viren zu reduzieren. Wie hoch das ist, das sind die Zahlen eben noch sehr relativ dynamisch, weil dafür müssten sie auch sehr viel testen und so weiter. Aber das wird einen relevanten das wird eine relevante Bremse für die Verbreitung des Virus sein. Wenn Sie dann die Maske dazu nehmen, haben Sie einen additiven Effekt, dass Sie dann wahrscheinlich kaum noch Virusweitergabe haben. Ich kenne die exakten Zahlen, kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau benennen. Also nur, um das nochmal einzuordnen. Aber wir müssen uns auch verabschieden, dass wir sagen, eine Person, die geimpft ist, kann ja gar nicht. Also das glaube ich, das kann man als widerlegt gelten lassen. Mhm. Was war jetzt Ihre zweite Frage? Es wäre quasi die Frage, Sie haben sie eigentlich beantwortet, die Frage wäre, inwiefern man noch Impfdurchbrüchler quasi monitoren müsste. Ja, man sollte da schon exakt darauf achten, eben weil wir uns das nicht leisten können, komplett im Blindflug unterwegs zu sein und nicht zu wissen, in welchen Bevölkerungsgruppen sich vielleicht das Virus wieder verbreitet. Plus wir sollten auch hier weiterhin sequenzieren und nachschauen, ob sich bestimmte Immun-Escape-Varianten vielleicht speziell unter Geimpften verbreiten können und Ähnliches. Also wir sollten weiterhin sozusagen vigilant sein und auch testen und wissen, was passiert in welchem Segment der Bevölkerung. Wir haben eine Frage von außen noch bekommen bezüglich der Schnelltests. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Sander, oder auch gerne Frau Dark oder Hofmann, wer gleich antworten kann, dazu was sagen kann. Und zwar die Frage, inwiefern die Schnelltests denn noch aussagekräftig sind, wenn die Viruslast so schnell absinkt, nach Impfung zum Beispiel.
können Sie, Herr Sander oder Frau Dahlke, wer auch immer sich berufen fühlt. Ich sag mal als erstes was und also ich bin definitiv kein Spezialist für Diagnostik und für Tests und auch bei den Antigen-Testen wissen wir, gibt es ja große qualitative Unterschiede und so weiter. Prinzipiell ist es natürlich so, dass wir mit einem PCR-Test einen viel sensitiveren Nachweis bekommen. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, weil ich bin wirklich da auch kein Experte, inwiefern präexistierende Antikörper irgendwie interferieren können bei bestimmten Antigentests mit jetzt antikörpergebundenen Viren oder Ähnlichem. Das kann ich gar nicht sagen. Aber natürlich ist es so, dass Antigentests generell deutlich weniger sensitiv sind. Wenn wir dann wissen, wir kriegen schnelleren Abfall, kann das natürlich schneller sein, dass wir aus dem Fenster rauskommen, indem ein Antigentest anschlägt. Nichtsdestotrotz, wenn Sie jetzt jemanden haben, der geimpft ist, dann haben Sie eine gewisse Reduktion der Wahrscheinlichkeit, dass die Person infektiös ist. Person eine Maske trägt, haben sie weitere Reduktionen, dass das Virus weitergeben wird. Und wenn dann noch ein negativer Schnelltest vorliegt, aus welchen Gründen noch immer, vielleicht weil eine Symptomatik vorliegt und der auch negativ ist, dann haben sie eine weitere Reduktion des Risikos. Ich glaube, das kann man festhalten. Aber dass ein PCR-Test bei Ungeimpften und Geimpften besser ist, steht außer Frage. Vielleicht eine Frage an Frau Dahlke und Frau Hofmann zusammen noch. Es ist ja noch sehr wenig bekannt über die Lambda-Variante, aber gibt es irgendwie erste Hinweise über Übertragbarkeit, Immune Escape, Krankheitsschwere in irgendeiner Form? Sie wird ja jetzt gerne mal irgendwie ein bisschen doch gepusht vielleicht. Diese Lambda-Variante ist, wie gesagt, noch nicht so viel da. Aber können Sie da aus Ihrer Sicht schon was sagen, was man irgendwie schon mal beobachtet hat? Beide lachen. Also nein. Also ich habe nur, aber das ist auch nur praktisch im Preprint, wurde im Labor, also eine Beobachtung, dass im Labor getestet es wohl auch zu diesem Antikörper-Escape eben kommt, die Mutationen, die dort vorliegen. Aber sonst, ich glaube, das ist so neu, da lernen wir sicher in den nächsten Wochen, Monaten mehr. Und wahrscheinlich sind die T-Zellen dann auch wieder, werden dann wieder wirken können, würde ich mal sagen. Also wahrscheinlich werden wir wieder Infektionen haben, aber der Schutz gegen schwere Verläufe ist wahrscheinlich dann trotzdem da. Und bezüglich der Boosterimpfung vielleicht nochmal kurz. Die inwiefern, also klar, es ist ein bisschen so strittig jetzt gewesen, inwiefern sie jetzt zugelassen werden müssten oder nicht, oder ob man das mal mit den bestehenden Zulassungen, die es schon so gibt, einfach machen kann. Aber müssen die Hersteller bestimmte Daten für eine Zulassung jetzt irgendwie vorlegen oder welche liegen vor und müsste man jetzt irgendwie abgeändert und aktualisiert noch nachreichen? Vielleicht Frau Dahlke, wenn Sie. Also es gibt ja bereits schon Studien, die laufen, ja. Und ich denke, die werden gerade die Daten zusammensammeln und mit der EMA zusammenarbeiten und dort dann wirklich dann auch sagen, das sind unsere Daten, die Antikörper gehen hoch oder auch nicht und deswegen möchten wir eine Boosterimpfung auch die Lizenz sozusagen erhalten, aber ich denke, das wird jetzt demnächst kommen. Aber so in Sonderfällen oder in Risikopatienten darf man meiner Meinung nach auch schon impfen, das müsste Herr Sander ja wissen. Mhm. Doch, Sie können mit der existierenden Zulassung jetzt auch eine Boosterimpfung machen. Ja. Aber es gibt, was eben noch interessant ist, dass viele Länder jetzt auch verschiedene Kombinationen ausprobieren, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt eine Gruppe mit zweimal RNA-Impfstoff und dann versuchen sie mit Novavax also zu impfen oder mit den adenoviralen Vektoren, dass es eben verschiedene Mixe gibt und dann guckt man, ob die Antikörper und die T-Zellantworten noch breiter und höher sozusagen werden. Das läuft auch zurzeit. Herr Sander, ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen aus dem Chat, die ich erstmal so vorlese, weil ich sie selbst noch nicht so ganz prüfen konnte, natürlich in der Schnelle. Hier steht laut BioNTech-Pfizer, sollen die Antikörper-Titer nach der dritten Impfung 5 bis 10 Mal höher gewesen sein als nach den ersten beiden Impfdosen. Ähnlich hohe Titer wurden bei Genesenen gemessen, die zu schnell geimpft wurden. In der Folge wurden schwere Nebenwirkungen beobachtet. Lässt sich ausschließen, dass eine dritte Impfung gerade bei Jüngeren das Risiko schwerer Nebenwirkungen erhöht? Also wenn Sie einen Arzt fragen, ob er etwas ausschließen kann, wird er fast immer sagen, nein. Also das natürlich kann man nichts ausschließen. Aber
Es kann sein, dass ein kürzerer Abstand zu einer vorangegangenen Impfung zu stärkeren Impfreaktionen führt. Und Impfreaktionen sind unangenehm, sind aber in der Regel harmlos. Und das zeigen ja nun wirklich sehr, sehr große Datensätze, die wir so in keiner Weise von anderen Impfstoffen eigentlich vorliegen haben, wie wir die jetzt für die Covid-Impfstoffe vorliegen haben. Und wenn ich die Empfehlung richtig gelesen habe, geht es ja um Leute, bei denen die Impfung mindestens 6 Monate zurückliegt. Und wir kennen es auch von anderen Impfstoffen, bei denen wir nach 6 Monaten beispielsweise eine weitere Impfung vornehmen. Das macht man zum Beispiel bei der Hepatitis-Impfung so. Und bei der Influenza denken Sie daran, auch da kann es sein, dass jemand in einem Abstand von unter einem Jahr die nächste Influenza-Impfung bekommt oder eine andere Impfung bekommt. Ich mache mir keine Sorgen dann über nochmal verstärkte Impfreaktionen. Natürlich, wie gesagt, wir können nichts ausschließen, aber es gibt erste Beobachtungen beispielsweise von eben Patienten, die initial schlecht angesprochen hatten, also sagen wir mal organtransplantierte Patienten, die dann eine dritte Impfung bekommen. Was ich da höre, auch da gibt es noch keine großen Untersuchungen, ist die Verträglichkeit gut. Wir sprechen vor jetzt aktuell ja von den sehr Alten, die ganz zu Beginn geimpft wurden. Also das sind ja hochbetagte Menschen, wo in denen die Verträglichkeit, die wir da beobachtet haben, ohnehin sehr, sehr gut war, sodass ich mir auch keine Sorgen mache, dass dort jetzt eine Drittimpfung zu einer starken Reaktion oder zu Nebenwirkungen, Komplikationen führt, die wir so nicht vorhersehen. Wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Natürlich müssen wir das ganz engmaschig monitoren, wie wir das jetzt auch für die anderen Impfungen gemacht haben. Aber ich persönlich sehe da kein Risiko. Eine Frage haben wir noch aus dem Chat, die wir gerne noch vor der Abschlussfrage beantworten würden, vielleicht an Frau Dahlke und Frau Hoffmann. Werden über die Wirksamkeit der Impfstoffe in Deutschland und weltweit denn systematisch Daten erhoben, um gesicherte Aussagen über die Dauer des Impfschutzes machen zu können? Also ist das ein systematischer Prozess? Also zurzeit noch nicht, würde ich sagen. Aber es gibt Initiativen, die das angehen. Es gibt zum Beispiel über CEPI gibt es Modelle, dass sie eben sagen, wir etablieren Assays, Antikörper-Assays, und dann können verschiedene Labore die Proben hinschicken und dort wird es standardisiert angeguckt und entwickelt und analysiert, sodass man wirklich einen standardisierten, vergleichbaren Readout sozusagen hat, der Antikörperdaten. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn die Länder unterschiedliche Assays benutzen, und speziell bei T-Zellen ist es ein großes Problem, das durchzuführen. Das ist eben ja zurzeit noch nicht richtig standardisierbar, analysierbar. Ja. Wollen Sie irgendwas ergänzen, Frau Hofmann? Im Prinzip hat Frau Dahlke alles schon genannt, dass eben die Herausforderung die Standardisierung ist und es da Initiativen gibt, vor allem eben bei den Antikörpern, wo das sicher auch leichter umzusetzen ist als dann für die T-Zell-Analysen. Okay, dann mit Blick auf die Zeit kommen wir natürlich auch so langsam schon zur Abschlussfrage, die in dieser Form finde ich immer so, der jetzt fast die wichtigste ist in der Wissenschaft. Ich finde nämlich die Frage, was wir heute noch nicht wissen, ist ja immer so die eigentlich nur größer ist als die Frage, was wir so wissen. Und ich würde gerne von Ihnen dreien vielleicht rundum die Frage eben stellen, was wir heute noch nicht über die Immunantwort nach Impfung wissen und was man aber wissen müsste oder sollte im besten Fall. Und wie stellen Sie sich eine zukünftige Impfstrategie vor? Also werden wir alle halbe Jahre jetzt Impfauffrischungen haben werden? Also vielleicht diese zweigeteilte Frage, was wissen wir nicht und wird es jetzt alle halbe Jahre Boosterimpfungen und Co. geben? Also gerne reihum. Bei mir ist jetzt Frau Dahlke oben rechts. Vielleicht möchten Sie anfangen. Okay, ja. Also was eben dringend fehlt, ist ein Korrelat für Protektion gegen Krankheit. Zum Beispiel, dass man eben messen kann, wir haben Antikörper mit dem Wert 2, sagen wir mal, und den müssen wir erreichen, um zu schützen. Und den gibt es nicht. Und das würde, glaube ich, ja, für die Entwicklung neuer Impfstoffe, für Auffrischungsimpfungen eben sehr hilfreich sein, wenn man Wert hat, wo man sich dran langhangeln kann, ob diese Menschen geschützt sind, ob der Antikörper gut ist, ob die Boosterimpfung gut ist und so weiter. Und ich denke schon, dass es eine Auffrischungsimpfung gibt, und ich von anderen Impfungen weiß man ja auch, dass ein später Boost sozusagen dann wirklich die Gedächtniszellen nochmal so pusht und den Pool so vergrößert, dass man dann auch über 1-2 Jahre, ich hoffe mehr, keine Impfung mehr benötigt. So. Frau Hofmann. Von mir.
Ich würde mich bei dem, was wir noch nicht wissen und aber was uns wirklich viel weiterbringen, mit der Frau Dahlke anschließen, dass wir wirklich dieses Korrelat finden, was aber wirklich sehr herausfordernd ist. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, ein Korrelat zu finden, was welcher Wert jetzt an den Antikörpern, die leicht gemessen werden können, also was auch in der Klinik wirklich umgesetzt werden kann, was eben vor einer schweren Erkrankung führt. Also nicht diese absolute Protektion, sondern wirklich vor dann der schweren Erkrankung, auch im Hinblick wirklich auf zukünftige Impfstoffentwicklung. Und in Bezug auf die Boosterimpfung, ich gehe auch davon aus, dass wir boostern müssen. Ich denke nicht, dass es im Halbjahresabstand sein wird. Aber einfach basierend auch auf den anderen Erfahrungen mit Impfstoffen gehe ich davon aus, dass es Boosterimpfungen geben wird. Herr Sander? Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir müssen ein Schutzkorrelat möglichst definieren, wenn das möglich ist. Ich bin ein bisschen vorsichtig, dass das überhaupt möglich sein wird, zumal selbst wenn wir jetzt eins gehabt hätten und dann kommt eine neue Virusvariante, mag das wiederum schwierig sein, das anzuwenden. Und das andere ist eben, ich glaube, das haben wir am Anfang besprochen, wir wissen noch nicht ausreichend gut etwas über die Dauer des Immunschutzes. Wobei alle Daten darauf hindeuten, dass sich wie erwartet ein Immungedächtnis ausbildet, was dann auch wieder mobilisiert werden kann. Ich denke, mit Prognosen, es ist sozusagen, wir sind aktuell noch in einer Pandemiesituation, in der das Virus sich teilweise noch relativ ungebremst verbreiten kann, in denen auch neue Varianten weiter entstehen und in der wir weiterhin so eine schwierige Übergangsphase haben mit noch vulnerablen Anteilen in der Bevölkerung, dass deswegen beispielsweise jetzt Boosterimpfungen bei hochgefährdeten Personen absolut sinnvoll sein können. Dass wir aber natürlich auf die Dauer in den Zustand kommen werden, dass dieses Virus endemisch ist, dass dann eigentlich im Grunde immer auf immune Personen treffen wird, die entweder mal Kontakt mit dem Virus hatten oder geimpft sind, mit wenigen Ausnahmen ausgenommen, sodass ich glaube, dass wir vielleicht jetzt zu Beginn es sein kann, dass auch sonst gesunde Erwachsene sich nochmal auffrischen müssen, vielleicht auch irgendwann im Lichte neuer Varianten nochmal eine Boosterimpfung notwendig wird. Ich glaube im Übrigen, dass wahrscheinlich die herkömmlichen Impfstoffe dafür ausreichen. Und dass wir dann aber irgendwann nicht in eine Situation kommen, wo wir uns regelmäßig jedes Jahr oder so auffrischen müssen. Das ist ja ein treppenartiger Anstieg, wenn sie sich boostern. Aber dass man vielleicht irgendwann das nochmal mit Influenza-Impfstoffen kombiniert und dass wir dann aber in eine Situation kommen, wo es dann vielleicht, wie bei anderen Impfstoffen, ist alle 10 Jahre oder ähnliches, das sein kann. Oder wir eben auch gar nicht mehr impfen müssen, weil wir uns endogen immer wieder dadurch boostern, dass wir Kontakt haben mit einem Virus, was einfach saisonal zirkuliert. Eine Mini-Nachfrage dann vielleicht noch dazu. Sie haben zum Start jetzt gesagt, dass Sie eher bei dem Immunkorrelat eher skeptisch sind. Können Sie vielleicht ganz kurz noch sagen, warum? Na, wir haben für die allermeisten Impfstoffe kein Impfkorrelat. Es gibt einige, die haben wir, wo wir sagen, okay, und das ist auch eher so ein bisschen, wo wir sagen, okay, ein Titer von 1 zu 100 ist okay, ein 1 zu 1000 ist besser. Und wenn man da drüber liegt, sind wir sicher geschützt. Und bei vielen anderen haben wir das ohnehin nicht. Und es ist eben die Frage, ob wir das so einfach werden festmachen können, weil natürlich noch ganz andere Faktoren reinspielen, ob jemand erkrankt oder nicht und das Virus sich auch noch verändert. Deswegen, ob wir jetzt in Kürze einen allgemein gültigen Wert haben, den wir anlegen können. Oberhalb dessen ist alles gut, unterhalb dessen ist es nicht gut. Da bin ich noch ein bisschen kritisch. Das weiß ich nicht, ob wir das so schnell bekommen werden. Wäre wünschenswert, ich habe aber meine Zweifel. Okay. Ja, dann mit Blick auf die Zeit, vielen Dank an Sie drei und auch an die Journalisten da draußen. Vielleicht noch kurz nochmal zur Info, nochmal die Aufzeichnung finden wir so schnell wie möglich auf unserer Website und das Transkript wird voraussichtlich ja im Laufe des morgigen Tages veröffentlicht. Ja, ich danke Ihnen dreien recht herzlich. Hat Spaß gemacht, war, glaube ich, auch sehr interessant. Und gerne bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Danke, tschüss.